Herzlich willkommen, Wolf Lotter, zum mittlerweile dritten Mal bei uns. Man kann ja sagen, jetzt. Der Grund ist, Wolf Lotter hat ein neues Buch geschrieben. Innovation, Streitschrift für barrierefreies Denken. Es ist wahrscheinlich überflüssig, dich vorzustellen, ich mag es der Höflichkeit halber trotzdem. Gebürtiger Österreicher, jenseits des Semmering, in Mürz-Zuschlag aufgewachsen. Vor allem in Deutschland eine große Nummer, Mitbegründer des Magazins Brand 1, das auch hier vielen Leuten bekannt ist. Dort kann man sagen, großer Denker, Chefkommentator der großen, breiten Themen und sehr erfolgreicher Buchautor. Ich würde ungern dieses Buch sein, weil es folgt dem großen Standardwerk nach Zivilkapitalismus, würde ich jetzt mal sagen, war wahrscheinlich das Aufsehenerregendste. Das ist aber nicht minder, also es ist sehr gut gelungen mitzuhalten. Streitschrift für barrieres Denken, Streitschrift ist natürlich immer sehr, sehr wichtig und vor allem das Thema Innovation. Innovation wird ja sehr schnell gesagt, es fühlt sich auch jeder als großer Innovator, jedes Unternehmen ist innovativ. Wenn man dann genauer nachfragt, merkt man, dass da durchaus Interpretationsspielraum gibt, was den Begriff betrifft. Wir Österreicher sind ja den Neuerungen nicht grundsätzlich positiv aufgeschlossen, kann man uns, glaube ich, nicht vorwerfen. Also wenn es darum gegangen wäre, die industrielle Revolution rückabzuwickeln, wäre das wahrscheinlich bei uns Österreichern gelandet. Weil das ja so vielen den Job wegnimmt und was er sieht, der Herr Miele hätte wahrscheinlich ein Strafverfahren gekriegt in Österreich, weil er tausende Wäscherinnen um den Job gebracht hat. Aber es gibt auch positiv denkende Österreicher wie den Wolf Lotter, der hier eine andere Sichtweise hat und ich darf sehr herzlich um den Vortrag bitten. Danke. Sehr danke. Vielen Dank, lieber Franz, meine Damen und Herren, danke, dass ich zum dritten Mal da sein darf. Das ist für mich ein besonderer Ort, weil ich halt immer wieder merke, wenn ich da bin, dass wir sehr tief und sehr gründlich über Themen reden, die es, glaube ich, auch verdient haben. Nicht, weil ich sie gemacht habe und weil ich mich damit beschäftige, sondern weil sie Themen sind, die im Grunde genommen in diese Zeit passen und nicht erledigt sind. Innovation ist ein Wort aus der Familie der Hohlwörter. Ja, das ist ganz wichtig. Also ein Hohlwort ist ein Wort wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung. Nachhaltigkeit war eine sehr vernünftige Geschichte in der Forstwirtschaft und dann ist es in die Hände der Politik geraten. In den 80er Jahren haben die Vereinten Nationen beschlossen, eine Nachhaltigkeitskommission unter der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Brundtland ins Leben zu rufen, die ich persönlich jetzt nicht sozusagen anhängen möchte. Der Punkt war, in dem Moment ist es darum gegangen, möglichst viele Institutionen zu errichten, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen und nicht mehr mit der Frage, was das eigentlich ist. Und im Laufe der Zeit war es sehr einfach, sich dazu zu bekennen, nachhaltig zu sein, wie eine Art Glaubensbekenntnis, und nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, was das ist. Dem folgt sozusagen heute die Digitalisierung. Wenn Sie sagen, dass Sie digitalisieren und dass Sie natürlich digitalisieren müssen, dann sind Sie bei den Guten. Dann ist der Fortschritt Ihnen gewiss. Sie brauchen ja überhaupt nichts mehr anders machen, das machen die meisten auch, als alle Jahre mal ein Smartphone kaufen. Und das Glauben, was Ihnen die Marketingabteilungen erzählen, die behaupten Sie dann die Wissenschaftsabteilungen, nämlich, dass es so etwas wie künstliche Intelligenz gibt, obwohl es keinen Forscher auf der Welt gibt, der eine Intelligenz hinlänglich definieren kann, gibt es Leute, die sie reproduzieren können auf künstliche Art und Weise. Ein großes Missverständnis in der Definition, aus dem man ein Geschäft macht, weil die Leute wenig wissen und Angst haben. Und weil die Leute sich nie die Frage stellen, was die Dinge, von denen sie die ganze Zeit reden, eigentlich bedeuten. Es gibt, ich habe das sozusagen am Anfang meines Buches gesetzt, weil es einer meiner Lieblingszitate von jemandem ist, den Sie nicht unmittelbar mit dem, was jemand, der sich eher als liberal, wirtschaftsliberal versteht, wie ich, in Zusammenhang bringt. John Maynard Keynes aus der Allgemeinen Theorie. Ich bin ja ein großer Freund von Hayek und ich bin ein großer Freund von Schumpeter. Keynes hat aber auch seine Meriten, was man nicht von allen Leuten, die sich als Keynesianer bezeichnen, sagen kann. Zum Beispiel in dem Satz, die Schwierigkeit liegt nicht so sehr in den neuen Gedanken, als in der Befreiung von den alten. Das ist sozusagen die Grundformel
der Beschäftigung mit Innovation und Neuem. Das ist die Grundformel von allem, was im Zusammenhang mit Neuem und Erneuerung eigentlich zu verstehen ist. Unser Problem ist nicht das Neue an sich. Unser Problem ist die Beständigkeit des Alten in einem ganz spezifischen Sinn. Nicht alt im physischen Sinn. Ich habe in meinem Buch ein ausführliches Kapitel dem Mythos des Jugendwahns sozusagen gewidmet, was die Innovation angeht und die Erneuerung angeht. Dem jugendlichen Helden, der immer alles niederreißt, weil das Alte ist alles schlecht und natürlich kann die Erneuerung nur von den Jungen kommen. Das ist in der Praxis relativ unbewiesen, meine Damen und Herren, wenn man sich genauer ansieht, wie zum Beispiel wirkliche Umwälzungen passieren, wirklich Veränderungen passieren. Habe ich mir erlaubt, in diesem Buch zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass der Take-off vom Mittelalter zur Neuzeit, David Landes, der große Historiker, beschreibt es, war nicht den Jungen geschuldet. Die Renaissance ist nicht gestartet, weil die Jungen da waren, sondern weil ungefähr 40-Jährige, heute würde man sagen ältere weiße Männer, plötzlich über das Instrument der Brille verfügt haben. Ja, also wir haben alle, viele von uns tragen Brillen und ihre Erfahrung deshalb weitertragen konnten. Das ist zu einem Zeitpunkt, wo sie schon was gewusst haben, wo sie was können haben, als Handwerker, als Techniker, als Tüftler, als jemand, der was aufschreibt, nachdenkt, schreibend nachdenkt, in der Lage waren, das auch noch länger zu betreiben und nicht wieder von vorne anzufangen. All diese Dinge spielen eine Rolle. Zukunft braucht Herkunft, heißt das heute, und wird stark vernachlässigt. Innovation ist ein Revolutionsbegriff. Revolutionen sind super, weil bei Revolutionen brauche ich nie darüber nachdenken, wie ich es machen muss. Ich brauche nur sagen, ich mache die Revolution, das Alte wird radikal beseitigt und dann schauen wir. Das ist zwar eine schöne Idee, hat aber den Nachteil, dass sie historisch nicht funktioniert und dass sie ein bisschen gefährlich ist, wie wir alle wissen. Das ist ja auch eine Frage der sozusagen Bedrohung der Substanz, die durch Revolutionen ausgeht. Und wir erleben ja in diesen Zeiten ja immer wieder, dass im Namen des Guten nach Revolutionen gerufen wird, die dann zu Wohlfahrtsausschüssen werden, also zu der Institution der Französischen Revolution, von der der meiste und größte Terror ausgegangen ist. Wer gut redet, hat selten Gutes im Sinn. Das ist auch ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Veränderung und Innovationen. Jetzt kann man natürlich sagen, muss man trotz all dem ein Buch über Innovation schreiben? Ja, weil zum Thema Innovation ist praktisch alles gesagt, nur nicht von jedem. Und ich glaube, genau das war meine Motivation, zu sagen, es muss sowas geben wie einmal ein gründliches, eine Art geistiges Basecamp, das ist ein anmaßender Begriff, aber eine Art Grundlagendiskussion darüber, was das eigentlich ist. Ich komme jetzt zurück auf die Digitalisierung. Sie müssen sich jetzt alle digitalisieren. Was das genau ist, weiß niemand. Es gibt einen relativ schlauen Mittelstand in der Wirtschaft, der, glaube ich, viel schlauer ist als die Konzerne. Ich schreibe das zumindest seit vielen Jahren, vielleicht glaube ich jetzt selber schon daran, wundertätig und selbstwirksam. Aber ich glaube das wirklich. Es gab das große Schlagwort und gibt es das große Schlagwort von Industrie 4.0 in Deutschland. Erfunden von Bitkom, dem Verband der Informatik- und Hardwarehersteller und Softwarehersteller und lustigen Leuten im Umfeld des Ministeriums für Wirtschaft, die dann zusammengesessen sind nach einer CeBIT und gesagt haben, so machen wir das. Es waren, glaube ich, ein paar SAP-Vorstände noch beteiligt, was die Sache natürlich jetzt völlig in den Bereich der Neutralität und Objektivität drückt, dieses Vorhaben. Und dann haben sie diesen Begriff erfunden, Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist also sozusagen die logische Fortsetzung der Industriegesellschaft im Rahmen der individuellen und personellen Digitalisierung. Also eigentlich geht es darum, dass man in die Wissensgesellschaft geht, deren Merkmale sind, dass man individuelle und personalisierte Produktion hat, bis Losgröße 1 runter, immer genauer und feiner auf die Bedürfnisse der Leute eingeht. Aber damit das niemanden irritiert, nennen wir das Industrie 4.0. Weil Deutschland ein Industrieland ist, bei Österreich ist es ja auch so, es gibt eine industrielle Tradition und die versteht sich sozusagen als DNA, würden das heute die Betriebswirte und Controller sagen, glaube ich, die DNA der Gesellschaft an sich, der Kultur und der Identität. Das ist sie nicht mehr, weil wir gehen in andere Zeiten. Wir gehen in Zeiten, wo Personalisierung und Originalität eine Rolle spielen. Das sind die Merkmale der Wissensgesellschaft und permanente Veränderung im Sinne von Suchen nach Verbesserung eine Rolle spielen. Und da haben wir einige grundsätzliche Probleme,
wenn wir von Innovation reden, im Zusammenhang mit der Welt, in der wir leben. Industrielle Produktion, industrielle Organisation ist, gibt es ja Druckers berühmtes Beispiel dafür, die Welt der Manager, die Welt, in der man im Grunde genommen die Dinge richtig machen muss. Ja, man muss. Alles, was man dort macht, muss man richtig machen. Ja, der gewinnt, der die Sachen am routiniertesten macht. Das sind die, die da was reißen in dieser Ökonomie, in dieser Gesellschaft. Und dann gibt es die Welt der Wissensgesellschaft und des Leadership, der Veränderung durch Originalität und Personen. Und da zählt was anderes. Da zählt nämlich, die richtigen Dinge zu tun. Und das muss man sich vorher überlegen. Das ist ein großer Unterschied. Weiß ich, was ich will und weiß ich, wo ich hin will und welche Originalitäten ich auslöse? Oder mache ich das, was wir schon immer gemacht haben? Der Unterschied zwischen Innovation und Bestand ist eigentlich relativ simpel. Reicht mir das, was ich habe? Und glaube ich, dass ich zu denen gehöre heute in dieser Gesellschaft, die das bei allen mulmigen Gefühlen, dass sich viel verändert in dieser Welt, noch rüber retten können? Und dieses Gefühl haben nicht nur die Älteren, ich bin jetzt 56 oder werde 56, bin also schon außerhalb jeder Wunschzielgruppe für Werber- und Marketingabteilungen, kann also frei sprechen, mehr oder weniger. Das Gefühl haben natürlich auch junge Leute, die sagen, für mich geht sich das noch aus. Und deshalb werde ich nichts riskieren und mitmachen und mich eigentlich in die Organisation einführen. Und das ist das Schlechteste, was man tun kann, weil ich glaube, und deshalb gibt es das Buch auch, zu erklären, dass das, was wir für Sicherheiten halten, die Organisationen, die Routineorganisationen, ein wesentlicher Grund sind, warum Innovation nicht stattfinden kann. Jetzt muss ich natürlich bescheidene Beweisführung dazu anführen. Sprache ist, glaube ich, nicht die schlechteste. Wir nennen Leute, die etwas vorschlagen, was nicht so ist, wie es die Organisation, die Firma, die Partei, das Unternehmen, der Verein, die Gesellschaft macht, Querdenker. Und ich frage mich die ganze Zeit, seit vielen Jahren schon, weil ich kriege das auch immer so serviert, wenn ich wo hinkomme zu einem Vortrag, der Querdenker. Und ich sage immer, was heißt eigentlich quer, Freunde? Kann mir das jemand erklären, was bedeutet quer? Quer bedeutet selbstverständlich, dass irgendetwas nicht so liegt, wie die Hauptströmung ist. Also eine Art Barriere ist. Ja? Also wenn irgendwas quer liegt, muss ich drüber steigen. Und die Organisation steigt beständig drüber, weil sie mit dem nicht umgehen kann, dass es eine Richtungsänderung gibt. Also das ist, funktioniert einfach nicht. Darum gibt es Querdenker, die man im Grunde genommen als hofnahen und als Alibi dafür, dass man eigentlich eh vorhat, was zu ändern, aber gerade nicht dazukommt, weil der Quartalsbericht noch ansteht, engagiert. Und die dürfen dann in launigen Veranstaltungen den Leuten erklären, dass man es eigentlich alles anders machen müsste. Und dann geht es wieder weiter, weil man hat ja was zu tun, man muss ja fleißig sein. Dieses Innovationsbild, also diese unterdrückte Innovation, ist eines, um die mir gelegen war. Ein zweiter Punkt war natürlich diese Innovationsinflation, die es allerorten gibt, die eigentlich so ein bisschen funktioniert wie bei Leuten, die man nicht leiden kann in einer Firma. Über die redet man besonders viel, wenn sie nicht da sind. Ja? Also wenn der Chef nicht da ist, wird am Flur über den Chef tratscht. Wenn er da ist, wird wenig über ihn geredet. Wenn irgendjemand da ist, den man nicht so mag, oder irgendjemand in der Firma existiert, den man nicht so gern mag, dann redet man am Flur darüber in seiner Abwesenheit. Und so reden wir über die Innovation. Denn die Innovation ist ein Störfaktor, das ist etwas, was wir nicht brauchen können. Und es gibt keine Organisation, die innovationsfreundlich ist. Es gibt nur Möglichkeiten, nach denen wir suchen müssen, und das wird ja auch getan, um sie weniger innovationsfeindlich zu machen, als sie ist. Eine Organisation, die als Organisation eine andere Aufgabe hätte, als ihren Zustand zu erhalten, gibt es nicht. Wir kennen sie noch nicht. Jetzt sind wir aber in einer Zeit, in der Verbesserung und wirklich nicht nur Optimierung, also die Verbesserung dessen, was schon da ist, sondern grundlegende Veränderungen, das Eingehen von Risiken in neuen Technologien, neuen Verfahren, aber auch neuen Denkarten entscheidend darüber ist, ob wir unseren Wohlstand weiter treiben können, ob wir auch unsere Selbstverwirklichung, die für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil des erworbenen westlichen Wohlstands ist, weiter treiben können oder nicht. Freiräume sind das höchste Gut, das wir haben. Und sie unterliegen sozusagen als Unterfutter haben die materielle Freiheiten.
Und deshalb müssen wir im Grunde genommen nach beiden suchen, sonst verlieren wir das eine und das andere. Und wenn man sich die Innovationspolitik so anschaut, ist es schon absurd, wenn sie beginnt. Sie behauptet nämlich, sie wüsste, worauf man sich einlässt. Das ist wie eine Organisation mit dem Querdenker. Im Grunde genommen kann man nur sagen, wenn es Talente gibt, wenn es wirkliche Innovatoren gibt, müssen sie von der Organisation geschützt werden. Ja? Der Gerhard Wohland, der ein sehr toller systemischer Berater ist in Deutschland, keiner der großen Superstars, aber ich glaube einer der klügsten, der sich mit der Frage Höchstleister beschäftigt und dynamische Höchstleistung, also anpassungsfähige Höchstleistung, was ja ein wichtiger Punkt ist heute, der sagt immer, wenn Sie echte Talente haben, die wirklich kreativ sind in der Unternehmung, dann schützen Sie sie im Bunkern vor dem Mittelmaß. Das ist ganz wichtig. Und das sagt einiges aus über die Verfasstheit der Organisationen, in denen die Leute, die opportunistisch sind und das Radl weiterdrehen, befördert werden und die anderen übrig bleiben. Das ist kein Zufall. Diese Geschichten, die jeder von uns erlebt und jeder von uns schon mal erlebt hat und kennt oder zumindest gehört hat, ja, diese Geschichten wiederholen sich, weil es dieses System so ist. Und deshalb muss man die Innovation der Kultur und des Sozialen vordergründiger denken und vordergründig denken und nicht die technische Innovation im Auge haben. Die technologische Innovation ist nur ein kleiner, ich behaupte, unbedeutender Teil des Ganzen. Ich kann es Ihnen wieder mit der Digitalisierung sagen, steht jetzt nicht in diesem Buch drin, aber ist etwas, was ich sozusagen jetzt als Appendix für heute hinzufüge. Das Bild, das wir von Technologie haben, ist entscheidender als die Technik selber. Digitalisierung. Der Josef Weizenbaum hat gesagt, es geht nicht darum, großer MIT-Forscher, großer Kritiker der IT und gleichzeitig einer der Väter der modernen Computer und auch ein Entlarver dieser Tricks um die künstliche Intelligenz, der schon in die 60er Jahre mit ELIZA gezeigt hat, dass die Vorstellung, dass ein Computer klug ist, schlicht und ergreifend eine Täuschung ist, der wir unterliegen, wenn wir einer Programmroutine zu sehr vertrauen und glauben, weil etwas spricht oder weil etwas so tut, als ob es spricht, sei es schon intelligent. Es ist eine akustische Täuschung. Es werden optische Folgen in den nächsten Jahren und wir sind eigentlich nicht darauf vorbereitet. Der Weizenbaum hat gesagt, es kommt nicht darauf an, was Computer können oder nicht. Es kommt darauf an, was wir glauben, dass sie können oder nicht. Das ist entscheidend. Für die gesamte Konstruktion der Zukunft ist es wesentlich entscheidender als alles, was ist. Deshalb kann man ständig Unsinn behaupten und deshalb kann man den Leuten ständig ein X für ein U vormachen. Es sind also bei der großen Frage der Bildung. Und Bildung würde jetzt bedeuten, wenn ich das sage, dass der durchschnittliche Politiker aufsteht und sagt, ja genau, Bildung, Innovationsbildung, heißt zum Beispiel Programmieren lernen, oder? Programmieren lernen, das sagt jetzt mittlerweile jeder, ist ganz wichtig. Apple Education wirbt damit seit einigen Tagen, dass Menschen, also Lehrer, die ihren Kindern Programmieren beibringen, den kritischen Verstand dieser Schüler erst zum Vorschein bringen. Das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe. Aber es ist Blödsinn, der durchgeht. In den sozialen Netzwerken geht das durch. Ja, in 80 Sprachen geht diese Blödheit weltweit durch und es gibt kaum jemanden, der Widerstand leistet und sagt, kritisches Denken ist selbstständiges Denken und Coden ist ein mechanistischer Prozess. Aber Sie haben halt natürlich diese Emanzipationsbewegung der Programmierer, die sich immer als Anhängsel der Manager, der Führungskräfte empfunden haben und die wollen jetzt auch sozusagen Deutungshoheiten haben. Bei diesen Deutungshoheiten sind jetzt mittlerweile rausgekommen Ideen, von denen ich glaube, also wenn man sich anschaut, was kommt nach dem Menschen, Singularität, der Roboter übernimmt die Zukunft, die Automation, die digitale Automation ist schon abgeschlossen, ist nicht bloß ein mechanischer Prozess, den wir kontrollieren und steuern können, sondern nein, Roboter werden sich sozusagen dieser Welt bemächtigen. Damit meint der Programmierer in aller Regel, er wird sich dieser Welt bemächtigen. Und dieses ganze dumme, mechanistische, deterministische Weltbild, das dranhängt am Ingenieur, weil viele Ingenieure sich halt nie die Mühe gemacht haben, die anderen Welten einmal zu durchsteigen und sich ein bisschen mit humanistischer Bildung zu beschäftigen. Vice versa, muss man immer dazu sagen. Die anderen haben die technische Bildung unterlassen und die Naturwissenschaften verachtet. Und weil das jeder getan hat, kommt man mit so einem Unfug durch. Und das bedeutet natürlich unterm Strich, dass wir in der Zukunft ausgesetzt sein könnten, und jetzt wäre ja mal ganz kurz auch pessimistisch in dem Zusammenhang, wo Unwissenheit im hohen Maße
zu einem lebensbedrohlichen Faktor wird. Zumindest wohlstandsbedrohenden Faktor zunächst. Und es läuft sie ja irgendwann einmal aufs Gleiche raus. Ich tue das jetzt nicht gern, weil ich glaube, dass das Drohen mit Untergängen ein festes Geschäft der Innovationsverhinderer geworden ist. Und immer schon war. Ja? Man hat immer gesagt, wenn du das und das tust, dann geht die Welt unter. Dann versündigst du dich, dann fährst du zur Hölle und es wird irgendwas passieren. Der Sündenfall an sich ist schon der Beweis dafür. Kaum macht man was, auch wenn es nicht viel ist, ein bisschen Obstbrocken. Ja, das reicht schon an selbstständiger Arbeit, um sozusagen aus dem Paradies verstoßen zu werden und fortan sozusagen zur Arbeit gezwungen zu werden. Keine schöne Geschichte, also massive Drohung. Und so geht das natürlich heute auch weiter, weil viel gescheiter sind die Leute offensichtlich nicht geworden. Das ist nach wie vor nicht die Bereitschaft da, mal hinauszugehen und sich aus vom mechanistischen Weltbild zu trennen, von den Vorlagen zu trennen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass bei meiner Buchpräsentation in Hamburg nicht nur zustimmende Leute da waren, die ich vor 2 Wochen gemacht habe, bei der Edition Körber, sondern auch Vertreter des Design Thinking. Das Design Thinking war ursprünglich eine gute Idee, solange Leute wie der Simon sich damit beschäftigt haben. Mittlerweile ist es krimineller Irrsinn geworden, antiintellektuell, antiwissenschaftlich, mechanistisch und ich glaube, im 21. Jahrhundert die bedeutendste Wettbewerbsquelle für Sekten wie Scientology und Co. Und es erschreckt mich, wie viele Leute, die eigentlich eine andere, vernünftigere Arbeitswelt wollen, auf diesen Unfug reinfallen. Auf die Vorstellung, man könnte individuelles Denken so umleiten, dass sozusagen ein Gruppendenken, ja, das hat sich ja lang vorbereitet, Schwarmintelligenz, kollektive Intelligenz. Ich habe zur Frage, ob mehr Leute mehr Intelligenz additiv schaffen können als ein Einzelner, immer ein altes Zitat von Heiner Müller im Kopf. Ich bin heute ein bisschen anlassig, wie man in Österreich sagt. Aber das muss jetzt auch noch sein, weil so viel über diesen Unsinn gesagt wird. Und den Müller hat man gefragt, ob er glaubt, dass wenn jetzt nun die DDR und die BRD verschmelzen zu einem neuen Land, sozusagen unterm Strich mehr rauskommt als im Einzelfall. Also durch das Zusammenlegen von Quantitäten etwas Neues entsteht. Die Summe ist mehr als ihre Teile. Das ist eigentlich die Reporterfrage gewesen, war die hochlöbliche Wochenpost im Jahr 1995 in Berlin. Und der Müller hat geantwortet, wissen Sie, 10 Deutsche sind natürlich dümmer als 5 Deutsche. Das muss man jetzt nicht im Kontext auch mit Fußballgeschichten sozusagen in die Zeit rüberholen. Die Wahrheit ist, es geht darum, dass der große Irrtum des Kollektivismus beim Denken, beim Finden von Lösungen, der heute wieder so verbreitet ist, nichts anderes ist als die Angst davor, selber zu denken. Also es fehlt der Mut zum eigenen Denken, zur Grundaufforderung, die Kant für die Aufklärung sozusagen gestellt hat. Der fehlt nach wie vor, weil die Leute verunsichert sind und sie flüchten sich in kollektive Modelle, sie flüchten sich in Erneuerungsmodelle, bei denen die anderen die Verantwortung, die Teamverantwortung, der Stuhlkreis die Verantwortung übernimmt und nicht der eigene Intellekt, damit man sich bloß nicht der Gefahr aussetzt, sich zu irren. Aber Irren gehört zum Geschäft. Wenn jemand Ihnen erzählt, dass Innovation mit Nicht-Irren zu tun hat und mit keiner Fehlerhaftigkeit zu tun und mit Errata nichts zu tun hat, dann lügt er Sie an. Da gibt es mittlerweile, und das ist ja sprichwörtlich sozusagen fürs alte Management, also Null-Fehler-Kultur, rausmändeln von allen Möglichkeiten, dass was passiert. Das ist ja ganz lustig, wenn Sie eine Serienproduktion haben. Das ist wünschenswert, selbstverständlich. Also wenn Sie immer das Gleiche machen, aber wenn Sie was Neues machen, müssen Sie natürlich dieses Risiko zum Fehler eingehen. Aber das Risiko zum Fehler bedeutet auch das Aussetzen, dass man in der Organisation sozusagen nach unten gerät und unter die Räder gerät. Denn darauf warten natürlich in diesen Verhältnissen immer Leute, die ihren Job wollen. Die verwechselt man dann am Ende mit Helden. Ich habe mich auch beschäftigt mit dem Bild der Innovatoren in dem Buch, das wir haben. Und ich habe so ein paar Innovationsmuster mir einmal vorgeknöpft. Zum Beispiel den Helden, der so aus das abendländische Bild, nicht nur das abendländische Bild, des Innovators hier wesentlich geprägt hat. Das ist ja auch ein Erneuerer. Der erschlägt halt den Alten,
wenn er seinen Job will oder seine Frau oder seine Krone oder sein Geld. Das war ja früher so. Nicht? Treuer, ganz einfach. Und dann schlägt er wieder wer zurück, bing bong. Das sind die Helden, die klassischen. Dann gibt es Leute, die meinen, wenn man also ein Entdecker ist, was ganz Großartiges. Ja? Also jemand, der sozusagen in der Welt herumfährt und Dinge sammelt, die schon vorhanden sind. Das ist eigentlich die Geschichte des Kolonialismus, die gefällt uns dann wieder weniger, die damit zusammenhängt und natürlich auch nativ einen Zusammenhang mit dem hat. Ich glaube, dass was man braucht, ist das, was man bescheiden Ermöglicher nennt heute in der Führung. Was eigentlich vom Leadership immer dazugehört hat. Jede Leadership-Theorie hat immer davon gelebt, dass man gesagt hat, es muss Leute geben, die die anderen nach vorne bringen. Das, was John F. Kennedy gesagt hat, in meinem Kabinett gibt es nur Leute, die klüger sind als ich. Das ist keine Koketterie. Die eigentliche intellektuelle Leistung besteht darin, Leute auszusuchen, die besser und klüger sind, als man selber ist. Und sie das zu trauen. Dafür muss man wirklich cool und gut sein und wirklich klug sein. Und man muss sich einmal Risiko aussetzen, dem sich andere nicht aussetzen. Wir kennen den umgekehrten Weg. Leute suchen sich ständig Leute, die nicht klug sind. Ja, also es gibt ja den berühmten Satz, B-Leute werben C-Leute an. Mein Sohn, der bald 5 wird, hört sich wahnsinnig gern die Geschichten von Ottfried Preußler an. Ja, extrem erfolgreicher Autor übrigens, ich wusste es gar nicht. 50 Millionen Exemplare des Gesamtwerks sind verkauft. Davon kann man nur träumen natürlich als Autor. Es wird Generationen sicherstellen. Und zumindest die ersten 3 Räuber-Hotzenplotz-Geschichten sind Meisterwerke. Ja? Dazu stehe ich jederzeit. Auch literarische Meisterwerke und Meisterwerke der Kreativität. Und ich weiß nicht, ob Sie die Geschichten kennen, aber im ersten Band taucht ein Zauberer auf. Und zwar der mächtigste und böseste Zauberer der Welt. Der heißt Petrusilius Zwackelmann. Und der Petrusilius Zwackelmann tritt in dieser Geschichte auf. Er wird eingeführt in dieser Geschichte als einer, der alles weiß, der alles kann, der sich alles zaubern kann, egal was es ist. Aber er sitzt vor einem großen Kübel, Eimer mit Erdäpfeln und muss die schälen. Weil am Abend würde sie Pommes frites machen oder was weiß ich. Und da denkt man sich, da stimmt was nicht. Warum musste das machen? Und die Wahrheit ist, er macht das, er erklärt das dann auch. Er bräuchte dringend jemanden, er bräuchte dringend einen Dienstboten, er bräuchte dringend einen Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter braucht er. Jemand, der ihm hilft. Der muss alles kennen, dieser Mitarbeiter. Nicht nur Erdäpfel schön, der muss alles kennen, der muss alles wissen, alles gut. Aber er muss gleichzeitig so dumm sein, sagt der Zwackelmann, dass er ihm nicht auf die Schliche kommt. Und das ist im Grunde genommen ein bekanntes Einstellungskriterium des Managements. Das ist eigentlich die Idee, das wird gesucht und das wird eigentlich auch eingestellt. Jemand, der gescheit ist, der innovativ ist, der was weiß, der bewährte Methoden überwinden kann, der auf der anderen Seite aber so blöd ist, nicht zu sehen, dass er selbstständig in der Organisation arbeiten kann. Der ja einen gütigen Vater braucht, der ihn anleitet. So funktioniert die Welt nicht. Und Petrusilius Zwackelmann ist, glaube ich, kein Blueprint für die Wissensgesellschaft. Aber für diese Welt, die sie verändern muss, durchaus. Ich habe mich beschäftigt mit so Heldenfiguren, die wir alle haben. Steve Jobs ist mir immer so eine Heldenfigur, mit der ich mich besonders gerne anlege seit vielen Jahrzehnten. Meine erste Wirtschaftsgeschichte im Cashflow hat über das unterschiedliche, über den unterschiedlichen Charakterkolorit von Bill Gates und Steven Jobs gehandelt. Und damals ist mir aufgefallen, der Jobs ist ein sehr guter Marketingmann, das war in den 80er Jahren, ne? Der verkauft alles sehr gut. Und vor allen Dingen ist es ihm gelungen, Innovation als etwas zu verkaufen, was eine individuelle Angelegenheit ist. Und er stellt dabei aber ein industrielles Produkt her. Das ist die eigentliche Idee. Apple stellt natürlich skalierbare Produkte her, ja, wo eins dem anderen gleicht, sehr geschlossene proprietäre Systeme. Es ist immer sehr originell, dass besonders freiheitsliebende Menschen ja, besonders auf diese Firma abfahren. Das finde ich immer besonders originell, ja, weil man sagt, naja, das ist
etwas ganz Tolles. Sie haben proprietäre Systeme, geschlossene Systeme. Das ist ganz harter alter Kapitalismus und sehr, sehr viel Marketing. Ich habe sie auch. Ja? Gewohnheit kriegt man nicht raus. Aber man muss sich das mal anschauen. Das Bild, das er verbreitet hat, war sozusagen der Aufbrecher gegen das Alte, gegen die IBM, gegen diese ganzen verkrusteten Strukturen. Es gab 1984 diesen ereignismächtigen Werbefilm, den Ridley Scott gedreht hat. Originellerweise der Regisseur von Alien, wenn das noch ein Begriff ist. Sehr schöner, wertvoller Kulturfilm. Und der geht dann rein und sagt, wie das junge und mächtige, mit dem Hammer das alte 1984 Orwellsche Monstrum zertrümmert. Und dann stellt er Industrieprodukt her. Also es sind falsche 50er. Das ist das Problem. Und wir glauben sie, weil wir sie glauben wollen, weil wir im Grunde genommen uns nicht wirklich einlassen wollen auf das Risiko der Erneuerung und lieber Menschen folgen, die sozusagen das Stereotyp, das wir haben, das über Jahrhunderte gepflegt worden ist, der Erneuerung reproduzieren. Es gibt also sehr, sehr viele Gründe, dass Innovation nicht stattfindet und dass Innovation auch weiterhin sozusagen ein Problem haben wird. Aber wir haben das Problem, dass wir, und das ist das vordergründigste Problem, eine wohlständige Gesellschaft haben, die sich nicht selbst genügen kann. Es gibt fatalerweise jetzt auch noch die letzten großen Erfolge des Industriellen. Die wirtschaftliche Verfasstheit in Deutschland ist eine, wo man sagt, eigentlich alles paletti. Merkwürdigerweise sind alle Leute unzufrieden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Das ist überall so. Den Leuten geht es zwar wahnsinnig gut, sie können das messen, es ist irrsinnig viel Geld da, aber sie sind alle unzufrieden. Weil sie merken, das ist offensichtlich der Last Waltz, der hier stattfindet. Und ich wohne im Automobilcluster Stuttgart und das sind die ganzen großen Granden aus der Automobilindustrie, nicht so viele Details verraten, weil einige so Nachbarn, die ganz wichtig Autoschrauben tun, ja, und die sind alle nervös. Das kann ich Ihnen sagen. Die sind alle nervös, nicht weil es Tesla gibt, das ist gerade der Punkt, sondern weil es diese Diskussion gibt und weil scheinbar längst ausgemacht ist, das scheinbar kann man eigentlich streichen, dass das eine alte Industrie ist, der nichts folgen wird. Das kann mit den Produkten selber nichts zu tun haben. Also wenn ich mir anschaue, was die produzieren, was die machen, dann sehe ich herausragende Automobile, eine sehr gute Vernetzung, da stimmt eigentlich alles. Aber wenn das Bewusstsein sagt, das ist vorbei, dann ist es auch vorbei. Das kennen wir alle. Also wenn man sagt, das Ende ist jetzt für mich akzeptiert und eingeleitet, dann hört man auf, an Dinge zu glauben. Und das sind diese Wechselverhältnisse. Und es ist aber nichts Neues da. Und das macht das Unbehagen aus. Das macht, und in diesen Zeiten ist natürlich mit Angst ein leichtes Geschäft zu machen. Was hilft dagegen? Genauso wie gegen Design Thinking nur selbstständiges kritisches Denken hilft und gegen all diese Verfahren zur Normierung des menschlichen Geistes, nur selbstständiger Mut zum selbstständigen Denken hilft, hilft natürlich auch die zunehmende Selbstständigkeit in der Organisation und Unabhängigkeit von der alten Organisation, denn die wird sich nicht dramatisch ändern. Es gibt eine ganze Reihe von Versuchen, das gerade zu machen. Alles sind kleine, interessante Schritte. Ich glaube, New Work, alles, was damit, auch Design Thinking ist ja so ein Ansatz gewesen ursprünglich, alles Versuche, um rauszukommen aus diesem alten Routineloch, das frustrierend ist und keine Zukunft bietet. Das wird uns die nächsten Jahre, ich glaube sogar Jahrzehnte noch beschäftigen und es wäre klug und wichtig, sich vorher gründlich darüber zu informieren, was das Neue sein kann und was es eigentlich ist. Und da geht es mehr um eine Bestandsaufnahme dessen, was da ist, woran wir glauben, was unsere Kultur uns sagt, was das Abendland uns sagt, was unsere Werte und so, und die kritisch zu hinterfragen. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist im Wesentlichen das, wo das Buch hin will und wo man hingehen kann und wo Veränderung auch stattfinden kann. Ich habe am Ende des Buchs einen Satz, der vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil man glaubt immer, ich zitiere dann irgendwelche Ökonomen, da hat man überlegt, so Hayek oder Schumpeter zitieren. Aber mir ist, ich habe am Ende Karl Marx zitiert. Genau, dessen Ideal sehr deutlich war, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, gehört positiv interpretiert, bedeutet das eine selbstbestimmte, selbstbewusste,
sich selbst verwirklichende Gesellschaft und Einzelner vor allen Dingen. Also nicht das große Ganze, nicht das Kollektiv, das uns sagt, wo es lang geht, sondern wo wir selber lernen, mit dem, was wir sind, positiv umzugehen. Selbstverwirklichung ist ja nichts anderes als das Wissen darum, was man kann und das dann sozusagen, ja, sein Talent so entfalten zu können, dass es natürlich auch anderen nützt. Das ist ein ganz normaler Effekt. Das ist wie die Marktwirtschaft. Ja. Wenn Sie Marktwirtschaft betreiben, tun Sie es für sich und es nützt den anderen. Dieses so vielfach bestrittene Prinzip hat mehr Wohlstand und ich behaupte auch mehr Glück in die Welt gebracht, auch wenn das keine verbindliche Übung ist in dem Kontext, denn da muss man selber was dazu tun, aber die Voraussetzung dafür geschaffen, als alles, was behauptet hat, das Glück in die Welt zu bringen. Dass man daran selber arbeiten muss, ist klar. Also die Erneuerung ist eigentlich unsere Angelegenheit und das Alte werden wir nur los und das Neue können wir aufnehmen, wenn wir uns selbst kennen und schauen, was man daraus machen kann. Ansonsten gilt sozusagen quintessentiell zu dem, was ich gesagt habe, mein alter Schlusssatz, den ich in den meisten meiner Vorträge stelle: Die größte Weisheit, was die nächsten Tage und nächsten Jahre angeht und was die Innovation angeht, kommt immer noch von Clint Eastwood. Wir reiten in die Stadt, der Rest ergibt sich. Danke.